Also nach dem Ladebildschirm. Guck mal nach der nächsten Quest. So, Gildenjungfer. Ja, laber nämlich nicht voll. Ich kann es nämlich nicht durchskippen. Ach so, die Kecherwache-Dresche. Dann kommt hier die schiffstaugliche Haut. Gypgoros. Ja, genau, aber Hohlsenke. Okay, dann können wir zuerst die ganzen Hohlsenken-Quests machen. Passt. Also, Kecherwache-Dresche. Hat ja gar einen Kecherwacher. Und 5 Konchu. Sollte ja eigentlich passen, vor allem wenn ich ihn diesmal nicht runterschubsen muss. Weil das war echt so ein bisschen arg unmöglich. Also, runterschubsen ja, aber ihn dann zu Fall zu bringen, das war nicht einfach. Erheber, Schneid, Kickboxer, nein, Spezialist, na, nehmen wir den Erheber. Nee, die Walze brauche ich eigentlich nicht, also den Erheber. Weil ich echt sagen musste, der erste Kircherwacher war ja schon irgendwie relativ easy, was das anging. Und na, der zweite wird, glaube ich, auch nicht schlimmer. Okay, Gesundheit, Ausdauer und Angriff, das ist natürlich super. Leider bloß den Lungenmeister. Ich brauche eigentlich bloß Verstauen, weil ich brauche ja irgendwie auf dem Quest nie was Wirkliches. Ja, Trank, Megatrank, Fleisch, Farbball, Wettstein, Honig, sollte passen. Mehr sollte ich für einen Kircherwache nicht brauchen. Dieser schleimige Affe hat vielleicht Nerven. Ich habe mich gerade in der Hüllsenke umgesehen, als mich plötzlich ein ganzer Schwall schnodder. Ich konnte zwar nicht weiterlesen, aber es ist einfach bloß eklig geworden. Wie ich es mir einfach bildlich vorstelle. Vor allem, wie ich mir jetzt immer bildlich vorstelle, dass er da nicht einfach bloß irgendwelches Wasser schießt, sondern dass es einfach wirklich dieser Schnodder ist. Okay. Plötzlich wurde das Vieh irgendwie 100-mal widerlicher. Na gut. Da wissen wir ja ungefähr, wo er kommen wird. Dort oben in Richtung 7. Zumindest würde ich das vermuten. Konchus. Wo habe ich denn hier Konchus gesehen? Eigentlich noch nirgendwo. Keine Ahnung, wo die Biester lauern. So, und okay. Da sind wir schon oben. Hier sind Kelbis, die... Naja. Sind nicht ganz wie Konchus. Bringen mir jetzt leider auch gar nichts. Okay, dann müsste er eigentlich in 6 sein, weil 6 ist sein Gebiet. Auf jeden Fall. Die Frage ist, sind da Konchus am Boden? Also hier ist schon mal nett. Hier sind Genpreis. Ich mag Genpreis. Sind zwar an sich auch furchtbar ätzend, aber irgendwie auch coole Viecher. Also allgemein mag ich ja die Velocipray-Unterarten. Gefallen mir so als Monster sehr, sehr gut eigentlich. Konchus? Seid ihr hier? Ja, da sind sie. Yay! Meine Lieblings-Urzeitkrebse. Ah, ich mag die Biester immer noch. Nein, ah, komm. Okay, beide tot. Ja, sehr schön. Wobei ich nicht ganz weiß, was der Kecherwache mit den Konchus jetzt zu tun hat. 2 von 5, okay. Weil irgendwie, ja, keine Ahnung. Die sind sich doch gegenseitig so ein bisschen egal, oder nicht? Dachte ich jetzt, da ist noch einer. Da ist, nee, da ist keiner. Das ist bloß ein Kristall. Sehr schön, umgefallen. Okay. Du bist tot. Damit waren es nur noch 2 Stück, die wir erledigen müssen. Und die bekommen wir vielleicht so passiv. Kann ich mir vorstellen. 5 Stück passiv zu bekommen, ist halt immer ein bisschen schwierig. Der Kircherwache wird jetzt natürlich auch nicht sofort sterben, klar, aber trotzdem. Aber 2 Stück kann schon sein, dass wir die einfach so mal nebenher bekommen. So, und ich muss es echt auch noch lernen, dass ich auch anwenden, dann hängen kann und dann trotzdem runterspringen. Das sind alles noch solche Sachen. Ich bin halt noch relativ neu in Monster Hunter. Also in Monster Hunter 4 Ultimate. Das muss man jetzt einfach so sagen. Da sehe ich dich doch, du kleines Äffchen. Du bist doch... Was ist das? Ich dachte, das wäre der Kecherwache, aber das ist irgendwas Eingewobenes. Irgendwie ziemlich gruselig. Vor allem, dass er sich die ganze Zeit bewegt, ist so gruselig. Ja. Wo ist denn der jetzt? In 4 vielleicht? Wäre das einzige Gebiet, wo ich noch nicht war, wo er sein könnte, sag ich mal. Ach nee, halt. 4 war ich doch gerade. Nee, war ich nett. Hier ist aber genauso wenig. Irgendwie gerade gar nicht so einfach, den zu finden. Verdammt.
da entlang. Ja, immer da entlang. Okay, dann kommen wir zu 6 wieder. Wo ich eigentlich echt vermutet hätte, muss ich ja sagen. Immer noch nichts. Meine Güte. Übersehe ich jetzt gerade ein Gebiet? Er bewegt sich jetzt natürlich auch, weil er keine Cutscene hat. Das ist logisch. Aber ja, trotzdem. Irgendwo musste ich ihn ja trotzdem finden, oder? Sind die Conchos wieder wenigstens respawnen? Ja gut, dann kann ich wenigstens die Nebenquests erledigen. Vielleicht kann er auch in... Oh cool, das war eine Kombo. Vielleicht kann er auch in den Höhlen kommen, ich weiß es nicht. Also in 9, in 3, in 3 vielleicht. Weil 3 ist auch noch ziemlich viel mit Klettern. Und er braucht ja nicht dringend immer ein Gebiet, wo er hoch und runter klettern kann, aber trotzdem würde es ein bisschen zu ihm passen. Einfach bloß weil, ja, weil das Vieh halt so gebaut ist, deswegen. Guck jetzt verstärkt danach. Na komm schon. Ich glaube, er müsste schon unten sein, oder? Ich weiß es gar nicht. Tja, gut, jetzt habe ich meine Nebenquest, aber den Kelcher Wache habe ich immer noch nicht gefunden. Also vielleicht muss ich da echt einmal ein paar Psychoseeren mitnehmen. Wären vielleicht nicht verkehrt, wenn ich immer wieder Probleme habe, Monster zu finden. Ich meine, hätte ich das gewusst, dass es jetzt so ein Krampf wird, den zu finden, dann, na gut, hätte ich auch eins mitgenommen. Irgendwas muss es doch mit diesem Concho aufhaben. Die lassen mich doch nicht Concho erjagen, wenn der Kelcher Wache hier nirgendwo in der Nähe ist, oder? Ich probiere jetzt nochmal 9 und wenn nicht, dann muss er da irgendwo in diesem Gürtel sein. Hunderte Genpreis, aber kein Kelcher Wache. Verdammt! Er könnte natürlich auch jederzeit in 1 gehen. Das ist echt das Blöde hier in der Hohlsenke, dass dass die Gebiete einerseits zu weiträumig sind und andererseits halt auch, dass es ziemlich viele Gebiete gibt, wo man wieder runterspringen kann. In 1 könnte halt echt auch sein. Ich probiere es mal hier nach oben. Vielleicht erwische ich ihn dann, weil ich dann vielleicht entgegengesetzt von ihm laufe. Jetzt vielleicht nochmal in 7. Vielleicht nochmal kurz in 1 gucken. Halt, von 4 kann man besser in 1 gucken. Dann hüpfe ich in 4 runter und dann in 1. Weil von 7 in 1 springt mir er runter. Tja, gut. Also, keine Ahnung, wo dieser Kelcherwache sein soll. Da ist er, dankeschön. Bitte schnell einen Farbball. Hallo? Kleines Äffchen, wo bist du? Hä? Also, wo? Ach so, da unten bist du. Okay, jetzt oben. Hi. Gruselige Affe. Ameisenbäraffe irgendwie. Keine Ahnung, wie ich dich nennen soll. So, ich habe ja gelernt, Kelcher Wache ist ein bisschen arg schnell. Deswegen machen wir hier das da. Machen dann das da und buffen uns ein bisschen. So, jetzt würde ich ganz gern wieder ein bisschen auf Dings kommen. Au, das tat schon ziemlich weh. Ich habe jetzt relativ lange meine Dings, mein erhöhtes... Zack, zack. Hier, sehr schön. Damit kann ich jetzt gleich hier und da gleich ein bisschen drauf. Und das macht jetzt auch nochmal 20% Schaden mehr. Oh Gott. Achso, das war die Ultimative. Na gut. Das war jetzt natürlich doof. Jetzt habe ich nämlich alles verballert. Was ist das denn? Hallo? Achso, jetzt ist er da durchgefallen. Nein, da hätte ich voll drauf hin drauf springen können. Verdammt. Okay, sehr schön. Ah, das war so schade, dass das jetzt nicht funktioniert hat. Oh Gott, ah, Mist. Da ist jetzt gerade ein bisschen aggro. Da nochmal kurz ein Tränkchen. Na komm, danke. Okay, ja, ich weiß, dass du mich siehst. Ja, hingefallen. Ah, falsche Richtung wieder. Da nochmal ins Gesicht. Da nochmal. Da. Und die Abschlusskombo trifft auch. Wunderbar. Sehr schön gemacht. Er ist verwirrt. Sehr schön.
Nein, ich stehe wieder so falsch. Ah, ich komme wieder nicht durch. Mist. Und die Abschlusskombo, die jetzt zwar nicht so viel bringt, hat aber auch leider nicht getroffen. Okay. So, jetzt schnappe ich mir mal kurz die Bestientränen und dann versuche ich mal auf ihn drauf zu springen. Jetzt. Hallo? Nein, mit A doch. Ich bin so blöd. Und jetzt A. Hallo? Kamera, bitte. Wo ist er denn jetzt? Hä? Na toll. Er macht da seine Mätzchen, während ich hier versuche, irgendwie abzuspringen. Okay, von diesen Seiten funktioniert das überhaupt nicht. Also nur sehr schwer. Und wenn er da gerade so hängt, dann sollte man doch da erwischen können, oder? Ja, toll, danke. Dass du mich angerotzt hast. Okay, das macht er öfters. Die Steuerung ist hier irgendwie total merkwürdig. Na, Mist, beinahe. Schade. Nein, geht doch nicht wieder hoch. Ach, Mann. Kommst du da jetzt vielleicht kurz durch? Dann... Ach so, er greift mich einfach so an. Ah. Es ist halt auch manchmal echt, da will ich rumspielen und versuchen, irgendwas zu machen. Und dann geht's meistens schief. Das ist echt so ein bisschen ein Problem, das ich habe. Ich will halt auch ein bisschen mit den Sachen arbeiten, die ich hier vom Spiel bekomme. Ist ja blöd, wenn ich dann... wenn man jetzt diese neuen Klettersachen hat und sie gar nicht benutzt. Ich finde es halt zumindest dann immer ein bisschen schade. Aber will gerade echt nicht mehr hochkommen. Ah, okay. Das war der Autoblock. Sehr schön. Das war natürlich die perfekte Gelegenheit. Ja, sehr schön. Und auf ihm drauf. Okay, ja. Er ist gerade nur nicht aggro. Wunderbar, ich krieg ihn. Ja, toll. So hätte es natürlich super funktioniert. Und gleich aufgeladen. Wunderbar. Das heißt, das da, na, ganz toll gemacht. Das da und da drauf, hier, das nochmal. Jetzt die Abschlusskombo nochmal, weil es so schön war. Den Kopf kaputt gemacht. Wunderbar. Na, schade. Hätte ich Ohrstöpsel gehabt, hätte ich gleich weitermachen können. Da nochmal mit der Axt drauf. Hier nochmal. Da. Nein, nicht die ultimative. Ah, ich bin so doof. Okay, aber humpelt schon. Also der Kecherwache ist echt kein Problem. Oh, nochmal kurzzeitig abgeblockt. Wunderbar, gut gemacht. Hä? Okay, dann gehe ich halt in die andere Richtung. Und was war das jetzt? Na, nein, schade. Okay. Ich wollte ihn hier noch in dem Gebiet töten, aber naja. Spielt ja keine Rolle, in welchem Gebiet er dann endgültig stirbt. Achso, ich werde da... Huch. Wo geht er denn hin? Ah, nee, das kann nicht reichen. Und jetzt so weg. Okay. Nicht so schlimm. Er sollte jetzt bloß noch 2, 3 Treffer aushalten, dann sollte er Geschichte sein. Ich habe beinahe wieder meine komplette Dings voll. Und ich bin diesmal sogar auf ihn draufgesprungen und habe ihn runtergeholt. Das fand ich schon sehr cool. Achso, ich kann da gar nicht drauf. Ja, verdammt. Das hätte mir auch jemand sagen können. Ich kann hier ran. Und jetzt. Das hat ihm zwar Schaden gemacht, aber ihn nicht runtergeholt. Schade. Also das ist immer so ein bisschen ein Problem. Das eine bedeutet nicht gleich das andere. Toll, voll in seine... Halt, das sollte aber schon reichen von der Dings her. Oh ja, sehr cool. Das war irgendwie ziemlich cool. Oh Gott, in seinem Element ist nicht gut zu kämpfen, aber ich habe schon ziemlich viel Vorsprung. Ja, wunderbar. Okay, leider habe ich jetzt noch nicht das Vollständige. Das war's auch schon. Na gut, dann habe ich halt den Kecherwacher schon getötet. Ist jetzt echt kein schweres Monster, muss ich sagen. Jo. War ganz cool. Ich habe halt ewig gebraucht, bis ich ihn gefunden habe. Aber ansonsten gefällt mir das Monster echt immer noch ganz gut. Einfach bloß aus dem Grund, weil es halt... Ja, dieses Klettern zum ersten Mal richtig benutzt, würde ich sagen. Weil sie es halt hier durchhangeln kann und sowas. Die Monster davor, ja, die haben das nicht so wirklich benutzt. Also so gesehen eigentlich gar nicht. Der Zeltas hat ein bisschen damit gearbeitet, weil er sich da reinrammen kann. Aber ich meine...
Das konnten andere Monster vor ihm auch schon. Und von dem her, ja. War das, oder ist das jetzt wirklich das erste Monster, das da tatsächlich mit den neuen Sachen so ein bisschen rumhantiert? Na, schade nicht. Oh, doch, gerade noch so getroffen. Sehr schön. Und deswegen gefällt es mir eigentlich schon ziemlich, ziemlich gut. Okay, mal sehen, was wir bekommen. Diesmal haben wir scheinbar den Kopf kaputt gemacht, aber den Schweif nicht. Vielleicht bekommen wir ja diesmal auch den Kopf. Oder, keine Ahnung, diese Maske oder was auch immer man da bekommt. Schauen wir mal. Ein Pelz, Jumbo-Knochen, Langknochen, Schweif bekommen wir wieder. Eine Kralle, Zeug. Eine Kralle, Pelz und ein Ohr. Ach so. Unverkennbares, geflecktes Kecherwacher-Ohr. Ein Hit bei den Jäger auf der Straße. Das soll ein Ohr sein. Naja, es sieht halt wirklich eher nach einem Dings aus. Nach irgendwie so einer Art Maske, die über seinem Kopf liegt. Okay, ein kleinerer Kecherwacher. Nochmal kleiner. Ja gut. Von mir aus. Fortschritt speichern. Ja, gerne. Ja, und jetzt ist die Frage, Gypkoros oder nicht Gypkoros? Mache ich den noch oder nicht?